Durchkämme die Strände von Los Santos und entdecke einen Metalldetektor. Ebenso eine Karte, die dich zu Geldverstecken auf Cayo Perico führen. Und damit begrüße ich euch hier heute nochmal ganz, ganz herzlich zurück zum zweiten GTA 5 Online-Video, in dem es auch um die neue Eventwoche so ein bisschen des 11.11. geht. Hier heute auf unserem YouTube-Kanal, wie schon gesagt. Einem zweiten Video deswegen, weil die Cayo Perico Rennserie und der neue Declassed Gur, glaube ich, heißt der, ja. Nicht das einzige neue des Stripfeed-Contents des heutigen Tages, quasi noch vom The Criminal Enterprises DLC sind. Nein, etwas anderes, und zwar die sogenannten Geldverstecke erwarten uns seit heute ebenso in GTA 5 Online. Ja, an diesem wunderschönen Donnerstag haben wir wieder mal eine neue Schatzsuche bekommen, und ich werde euch heute mal ein bisschen erklären, was da eigentlich so abgeht, und auch etwas, ja, sagen, was ein bisschen problematisch ist. Denn es gibt ein kleines, ja, negatives Pünktchen an dieser ganzen Thematik. Da möchten wir heute mal drauf eingehen, aber ich denke, wir verlieren uns nicht zu viel Zeit. Geh mal in online rein, und das kann man denn grundlegend sagen. Also, erstmal gibt es in dieser kleinen Beschreibung das Wort Strände. Genau das ist der Aspekt. Am Rand der Map können wir solche, ne, stellt euch vor, wie solche Wachen von quasi Cayo Perico, von diesem El Rubio, wie die auch manchmal so besoffen an den Ecken irgendwelcher Diskotheken zum Beispiel liegen. Da gibt es ja auch diese kleinen Mini-Events, wo man 7.007 Dollar bekommt. Ist aber nicht das, das ist was anderes, wo man quasi dann genau diese gleichen Personen ungefähr mit solchen Hawaii-Hemden, kann man sagen, dann am Strand sieht. Das sind quasi dann diese kleinen Metalldetektoren-Points. Erstmal dort spawnen die nämlich. Und die liegen da genauso dort wie bei diesem anderen alten Mini-Event, nur mit dem Unterschied, dass die eben tot sind. Das bedeutet, das sind solche, ja, Skelette. Sieht aus wie so ein Pirat. Perfekte Thematik. Sind wir jetzt in einer. Ich glaube, wir sind in einer Online-Sitzung. Bedeutet, ich mache mal ganz kurz eine neue Lobby, dass die mich jetzt hier nicht hören. AK, ich die jetzt hier nicht nerve bei ihren Sachen. Und genau, ich bin hier zum Beispiel an so einem Ort. Ich werde gleich mal zu dem Problem kommen, was es da gibt. Das ist nämlich das, weswegen ich euch das jetzt nicht richtig zeigen kann. Zum Beispiel hier ist nämlich einer dieser Spots. Es gibt übrigens einen hier, also zwei Spots für diese Schatzsuche kenne ich. Die sind auch übrigens immer nur in, oder besser gesagt, zu gewissen Uhrzeiten da, diese eben liegenden Personen. Das bedeutet, dieses kleine Mini-Event, kann man so sagen, wird immer erst zu einer gewissen Uhrzeit getriggert. Und das ist auch von Ort zu Ort nochmal unabhängig. Bedeutet, an diesem Ort, bei Elysian Islands am Hafen unten, ungefähr hier so in diesen Gegend oder in dieser Gegend, wo ich gerade drauf bin, man kann sagen, hier in diesem Ding, sollte eigentlich in der Uhrzeit zwischen 0 und 2 Uhr nachts in GTA eine quasi so ein, sowas spawnen halt. Und wie gesagt, da hast du eben dann diese, wie so eine Art Piratenskelett mit einer Schatzsuche, und daneben liegt dieser Metalldetektor. Und diesen brauchst du quasi erstmal, um im Endeffekt dann diese Geldverstecke, die Schatzsuche richtig zu beginnen. Ne, damit suchst du das quasi dann auf Cayo Perico. Das ist das nämlich, was ein bisschen problematisch ist. Dazu sage ich gleich mal was. Denn dann braucht man nämlich etwas, was die meisten, naja, es ist ein bisschen schwierig zu, na gut, so schwierig zu erklären ist das vielleicht gar nicht. Ist auch nicht so schlimm. Freundeslobby sind wir, gut. Ich werde dann gleich zu dem Thema kommen. Also einmal ist dieser Ort zum Beispiel hier bei Elysian Islands, und es gibt auch noch einen hier in der Nähe vom, ja, in der Nähe hier von, wie nennt sich dieser Ort? Benham Canyon, okay. Und zwar genau hier, glaube ich, irgendwo hier, oder besser gesagt in dieser Gegend am Strand, liegt da auch manchmal so eine, na, wie gesagt, Leiche, kann man so sagen. YouTube, bitte jetzt nicht werbeunfreundlich machen, das Video. Es geht um ein Videospiel. Also bitte schön grün lassen, das Video. Wäre sehr lieb von euch. So, an dieser Weiter gibt es übrigens gefühlt übelst viele Bugs hier, ihr seht das. Das müsste von Rockstar Games auch mal gefixt werden. Ist aber nicht das Thema. Und wenn ihr dann quasi einen von diesen Metalldetektoren eingesammelt habt, dann könnt ihr in eure Corsat-Card diese Anfangsmission von Cayo Perico starten. Was wiederum bedeutet, dass das diese Mission ist, wo man quasi so gewisse Sachen ausspähen muss. Und somit kommt man quasi auf Cayo. Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht, sonst kann man ja nur per Flughafen auf diese Partyinsel. Das bringt ihnen ja aber nicht viel. Und wie gesagt, mit diesen Rennen und sowas, das bringt auch nichts. Das Einzige, was der Tag heute mit dieser Schatzsuche und diesen Rennen zusammen eigentlich hat, ist, dass Cayo Perico heute an diesem Tag mal wieder ein bisschen in den Vordergrund rückt. Aber wie gesagt, die Rennen bringen ja für die Schatzsuche so gesehen nichts, und das neue Fahrzeug auch nicht. Ja, deswegen, wie gesagt, ihr braucht halt diese Anfangsmission, und da könnt ihr quasi dann auf Cayo Perico diese Schatzsuche absolvieren. Man braucht aber dafür die Corsat-Car, und das ist das Problem. Es gibt auch noch ein anderes Problem, das sage ich euch gleich. Das ist das, was ich habe.
Man kann die Kosatka haben und wenn man Pech hat, bekommt dieses Mini-Event nicht. Und das habe ich nämlich. Ich bekomme dieses Event für die Metalldetektoren nicht. Wenn wir dann nämlich die Metalldetektoren haben, wir dann auf Cayo Perico sind, können wir auch mit dieser Schatzkarte, die wir dann hier mit sehen würden, theoretisch, das wie gesagt ist bei mir ja nicht. Ich kann euch auch leider keine Sachen einblenden, außer eine kleine Map von Peter. Die blende ich euch mal irgendwie. Das habe ich wahrscheinlich auch am Anfang schon gemacht. Peter Griffin, ein sehr, sehr lieber Mod und Zuschauer von uns. Grüße an dich geht raus. Der hat auch nochmal so eine kleine Karte mit solchen Points mit, geschickt vorne auf PlayStation. Das blende ich euch mal ein. Wie gesagt, wir sehen auf der Karte dann solche kleinen Spots, wo quasi diese Geldverstecke sind. Das sind zwei verschiedene, dann auf Cayo Perico. Wenn ihr dann in dieser Anfangsmission quasi von dem Heist auf der Insel seid, dann könnt ihr übrigens auch ja, dort nochmal die mit einem Fragezeichen markiert sehen, die Orte. Das heißt, ihr braucht da nicht irgendwie auf der Schatzkarte übelst detailreich gucken und gefühlt eine Lupe an den Bildschirm halten. Ihr werdet das dann auch auf der Cayo Map sehen. Geht dann dorthin, habt ja wie gesagt den Metalldetektor, das ist ja der Sinn der Schatzsuche, geht dann quasi dort an diese Orte ran und umso näher man an diesen quasi kleinen Erdhaufen kommt, umso höher und so besser wird das Pieps Tönchen halt bei diesen Detektoren. Ich glaube, das ist ja logisch. Dann grabt ihr das aus und bekommt halt jedes Mal, und das ist auch ein kleines, nicht so schönes ja, Ding an der Sache, ihr bekommt 15.000 für jedes Versteck. Es gibt zwei Stück, $30.000. Was wiederum gut ist, man kann vielleicht damit irgendwie rechnen, dass in Zukunft mal noch etwas kommt. Ne, dahingehend, dass vielleicht mal noch die Gegenstände der Schatzsuche geändert werden. Wie oft habe ich heute das Wort Schatzsuche in diesem Video gesagt? In dem Sinne, Kuss geht an mich raus. Übrigens, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne Abo, Like, Glocke da lassen. Und wenn es Fragen gibt, auch gerne in die Kommis schreiben, sodass wir darauf eingehen können oder eventuell eben Ergänzungen. Wo waren wir stehen geblieben? Also bei den Metalldetektoren. Die Preise, die da. Es ist echt schlimm. Aber ihr könnt auch übrigens noch. Ja. Das, oder man kann dazu sagen, es gibt jeden Tag diese Schatzsuche erneut. Das heißt, ihr könnt jeden Tag, genau wie bei den Schiffswracks damals. Genau 30.000 abholen, soweit ich weiß. Soweit ich weiß, soweit ich das gehört habe. Und ebenso, soweit ich weiß, ist das Problem, was ich noch habe, noch ansprechen wollte, ein anderes nochmal. Und zwar gibt es Leute wie mich. Ich habe das heute auch schon mehrmals versucht. Ich war zu den Uhrzeiten heute schon wirklich oft an diesen Orten. Na, also quasi am Strand oben und hier unten. Und habe da noch nichts bekommen. Ich habe auch Leute im Livestream-Chat gehabt, die haben das bekommen. Das bedeutet, es gibt dieses Event. Habe die gefragt, ob die ihren Cayo Perico Heist in der Kusatka einmal abgeschlossen haben. Ich sage euch jetzt was, was ich nicht hundertprozentig weiß, was ich vielleicht auch als kleine Frage weitergebe. Und zwar die Thematik, wie ist das quasi, wenn du den Heist damals nicht als Anführer abgeschlossen hast, du das vielleicht mal gemacht hast, aber eben nicht als Anführer quasi als Host diesen Heist gestartet hast und den dann durchgezockt hast. Weil das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Ich habe meine Vorbereitung noch nicht mal ganz fertig. Da fehlt noch was ganz Kleines. Ich habe den zwar schon öfters mitgespielt, auch bei Freunden abgeschlossen, aber eben halt nicht selbst. Und ich denke, dass das vielleicht auch ein kleines Problem ist, dass man quasi nicht nur die Kusatka braucht, nicht nur wenig Geld am Ende bekommt, sondern auch den Heist selber durchgezockt haben muss und gehostet haben muss. Ja, das ist das Problem. Ob das jetzt ein Problem ist, ich würde schon sagen, ein klein bisschen, denn die Kusatka ist eines der teuersten Fahrzeuge neben der Yacht. Das heißt, die Schatzsuche ist nicht wie zum Beispiel bei den Schiffswracks kostenlos. Klar, es gab auch andere, wo man irgendwelche Musikstücke einsammeln muss bei der letzten DLC-Thematik, ne, wo man irgendwelche, wie gesagt, diese USB-Sticks, wo man auch in gewisse Studios muss, Record A, wo man eigentlich nur mit der Agentur reinkommt. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, wie gesagt, bei den Schiffswracks, das war damals kostenlos. Die Revolte und sowas alles, das waren alles Schatzsuchen, wo man wirklich nichts vorinvestieren musste. Und das muss man halt hier. Und es gibt halt wirklich einen nicht so krassen Preis. Ich meine, da kann man auch jeden Tag einfach Missionen spielen. Ja, gerne euer Feedback in die Kommentare. Wie gesagt, Bildmaterial kann ich euch leider nicht selber viel einblenden. Ich habe das nicht. Ich guck mal, dass wir da irgendwie die Tage mal im Livestream nicht nur eben darüber reden, nochmal über dieses Thema, sondern das vielleicht auch nochmal versuchen. Dass ich so gesehen, Junge, wieso ist das Haus lila? Perfekt. Dass ich vielleicht mal das mit euch noch durchzocke, den heißt, dass wir das dann mal testen. Wie gesagt, schreibt das gerne in die Kommis. Vielleicht habt ihr ja da eine gute Ergänzung zu. Und ich denke, da haben wir das erstmal durchgesprochen. Alles in einem ist das eine schöne Sache und ich finde das krass, dass das heute alles gekommen ist. Ich dachte eigentlich, dass wir das ein bisschen verteilter bekommen, dass nicht so viel Content auf einmal kommt von den Tripfeed. Zeug ich mein neues Auto, dann diese Rennserie. Ich dachte, dass da, wie gesagt, diese Schatzsuche bald erst kommt. Ja, man muss ja auch bedenken, es gibt ja auch noch die M16.
Dann gibt es ja auch irgend, gut, das gibt ja noch zu Halloween, gibt es noch irgendeine neue Schatzsuche. Also zurzeit ist echt viel diesbezüglich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. So grob wisst ihr ja jetzt trotzdem, ich habe euch euer erklärt, was ihr ungefähr machen müsst. Ihr bekommt das auch vom Spiel her sehr, sehr gut angeleitet. Also wie gesagt, ihr seht das auch alles, ist ja klar. Nehmen wir diesen Uhrzeiten. Hatte ich gesagt, wann das hier an diesem Strand spawnt? Oder das glaube ich, hatte ich nicht gesagt. Hier das spawnt zwischen 17 und 18 Uhr. Das tut mir jetzt leid, dass ich das erst am Ende sage. Ich blende euch das aber bei den beiden Szenen, wo ich jetzt am Video dann an der Stelle war, trotzdem mal noch irgendwie im Bild ein, diese Uhrzeiten. Das kriegen wir schon hin, dass ich wenigstens ein bisschen was edite an dem Video. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Abend oder Tag. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterstützen. Liebe Grüße, euer Flori, lasst es euch gut gehen und wie gesagt, ja. Schreibt es mal rein, wie ihr das alles findet. Würde mich wirklich mal interessieren. Na, und wirklich, wie es bei euch aussieht. In dem Sinne, Dankeschön und ja, bis demnächst. Ciao, ciao. Macht's gut.